Die folgende Sendung wird gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Keine Schulmedizin, keine konventionelle Therapie. Das sind Neidhards Bedingungen, sonst bricht er die Behandlung ab. Jeden Moment kommt Mama mit dem Schleimer im Schlepptau nach Hause. Ach, Tobias, ich halte das hier nicht mehr aus, echt nicht. Lee? Jürgen! Sie ist weg, verschwunden! Ich denke, du hast mir was zu sagen. Na, hoffentlich wird's bald. Ich erwarte eine Erklärung. Ich bin kein Tier, das man einfach einsperrt. Also, das ist doch... Kommst du mir auch noch frech? Verdammt, ich habe einfach keinen Bock, mich ewig wie ein kleines Kind von dir behandeln zu lassen. Hey, was ist denn hier los? Das könnte doch auch ein bisschen ruhiger reden. Du und deine Sprüche. Du bist doch schuld an allem. Nun halt mal die Luft an, mein Fräulein. Und halt dich da raus. Es geht nur um Lee und mich. Und du hörst mir jetzt ganz genau zu. Ab jetzt wirst du dich an das, was ich dir sage, halten. Oder was? Oder du lernst mich von einer ganz anderen Seite kennen. Hast du das verstanden? Und jetzt ab ins Zimmer. Sag mal, hat einer von euch meinen Schlüssel gesehen? Nee. Da. Du, Mascha, ich habe heute sowieso in der Klinik zu tun. Soll ich dir denn nicht vielleicht einen Termin besorgen? Wenn ich einen Termin haben möchte, dann sage ich dir Bescheid. Mascha, bitte glaub mir, es ist wichtig, dass du dich so schnell wie möglich in der richtigen Klinik behandeln lässt. Das ist mein Körper und ich entscheide, wann und wo ich mich behandeln lasse. Aber du riskierst dein Leben. Neidhart hat ihr verboten, sich weiterhin schulmedizinisch behandeln zu lassen. So ein Schwachsinn, er hat mir überhaupt nichts verboten. Das hoffe ich. Er hat lediglich gesagt, dass die Schulmedizin seine Therapie behindert. Aber ich kann ganz alleine entscheiden, was ich weiter tun werde. Ach so, klar. Das hat sich natürlich gegen die Schulmedizin entschieden. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Dr. Neid hat halt über die Psyche. Wenn ich mich weiterhin auf die Schulmedizin einlasse, dann wird meine Psyche zusätzlich belastet. Damit sinken meine Chancen quasi gegen Null. Das sind doch Behauptungen. Deine Chancen sinken, wenn du dich nicht in der Klinik behandeln lässt. Das sehe ich anders. Hast du schon mal einen Patienten erlebt, der sich nicht vor einer großen Operation fürchtet? Nein, habe ich nicht. Oder einen, der das ganze Leid, das es im Krankenhaus gibt, genießt? Mascha. Man hat die ganze Zeit Angst. Vor der Untersuchung, während der Untersuchung und danach. Man hat Angst vor dem Arzt, ob einen jetzt Hoffnungen macht oder nicht.
Das Ganze macht einen seelisch kaputt, sagt Dr. Neidhardt. So, er, das sehe ich ganz genau. Bastian, sag du doch mal was. Findest du richtig, was Mascha da vorhat? Was ist denn eigentlich los? Ihr beide habt doch am lautesten geschrien, dass ich die kleinste Chance, die ich habe, nutzen soll. Dann lass mich jetzt wenigstens das tun, was ich für richtig halte. Wo gehst du hin? Zu Dr. Neidhardt. Ich habe nämlich einen Termin. Schönen Tag noch. Mama, ich... Was ist denn hier los? Hörtet ihr schweigen miteinander? Mama ist sauer auf mich. Och, mal was Neues. Was ist es denn diesmal? Ich war gestern Abend heimlich bei Tobias. Und hast dich erwischen lassen. Also hört mal, ich finde das überhaupt nicht witzig. Ach, Mama, könnt das Ganze nicht endlich vergessen. Es ist doch unterm Strich wirklich nichts Schlimmes passiert. Wie bitte? Lee und ich stehen putzmunter vor dir. Also, warum sich weiter über irgendwas aufregen, was längst Vergangenheit ist? Ich soll einfach so tun, als wäre gar nichts gewesen, ne? Du wärst was verbrannt, nur weil Lee sich nicht an Abmachungen hält. Stattdessen treibst du sie lieber nächtelang rum, nimmt Drogen, bis sie umfällt und vom Arzt behandelt werden muss. Das soll ich einfach so vergessen, ja? Das kommt nie wieder vor, Mama, wirklich. Wie kann ich dir das glauben? Wie denn? Du hältst dich doch an gar nichts mehr. Und anstatt dich zu entschuldigen, kommst du mir auch noch frech. Aber Mama, Hausarrest ist doch nun wirklich Steinzeit. Du bleibst zu Hause, fertig. Ich will nichts mehr hören. Die ganze Sache habe ich so satt. Die beruhigt sich wieder. Das kann sie vergessen. Ich habe es jetzt oft genug versucht. Gesundheitsamt Köln, Rode. Halt, hier können Sie nicht rein. Erst wenn die Brandwache abgeschlossen ist. Und wann wird das ungefähr sein? Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Dankeschön. Frau Rode? Ja? Frau Rode, Sie wollen doch nicht etwa zu mir? Nein. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Was führt Sie dann wieder in unseren schönen Marienhof? Uns liegt eine Anzeige gegen Herrn Ebert vor. In seinem Bistro soll es vor Ungeziefer nur so wimmeln. Bei Herrn Ebert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer sagt denn sowas? Das wissen wir leider nicht. Die Anzeige war anonym. Tatsächlich. Ich empfinde anonyme Anzeigen ja als ausgesprochen feige. Trotzdem muss ich der Sache nachgehen. Sie halten die Anzeige also nicht für gerechtfertigt? Das kann ich leider nicht sagen. Heißt das, Sie waren noch gar nicht im Bistro? Doch schon. Aber die Feuerwehr hat mir den Zutritt verweigert. Feuerwehr? Ach, das wissen Sie noch nicht? Bei Herrn Ebert hat es gebrannt. Gott sei Dank wurde rasch gelöscht. Ich denke mal, der Schaden hält sich in Grenzen. Sie konnten also gar nicht in die Küche, ich meine... Nein. Bedauerlich. Wie bitte? Nichts, ich meine, bedauerlich, was Herrn Ebert so alles widerfährt. Ich muss dann mal. Wiedersehen, Herr. Wiedersehen. Um Gottes Willen, Herr Ebert. Was habe ich da gerade gehört? Bei Ihnen hat es gebrannt? Ja, bei mir hat es gebrannt. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung, die Feuerwehr forscht noch nach den Ursachen. So viel Pech, das tut mir aber wirklich leid für Sie. Ich hoffe, der Schaden ist nicht allzu groß. Nein, Gott sei Dank nicht. Der Dämmstoff hat verhindert, dass sich das Feuer ausbreitet. Das war nur ein kleiner Schwellbrand. Ja? Aber Sie waren doch bestimmt gut versichert, oder? Ich habe eine Betriebshaftpflicht, die wird den Schaden regulieren. Na dann, Glück im Unglück. Kann man so sagen. Lena? Was ist passiert? Sie hat mich erwischt. Gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, hat sie schon auf mich gewartet. Und so? Gar kein Ausdruck. Sie stinkt sauer. Was mit ihr geredet? Vergiss es. Bei mir ist Ende der Fahnenstange. Sie will Krieg, sie bekommt ihren Krieg. Lee. An allem ist nur dieser bescheuerte Jürgen schuld. Er tut immer so scheinheilig und macht einen auf verständnisvollen Typen. Aber in Wirklichkeit ist er nur Link. Ich hasse ihn. Und jetzt will er auch noch meine Mutter heiraten. Wenn ich mir vorstelle, dass der mein Vater werden soll, schlimmer kann's nicht kommen. Siehst du das im Moment nicht ein bisschen sehr eng? Hältst du jetzt auch noch zu ihm? Nein. Aber mit blinder Wut kommst du noch nicht weiter. Du wirst dich mit ihm arrangieren müssen. Ich will mich aber nicht mit ihm arrangieren. Ich bin bis jetzt ganz gut ohne Vater zurechtgekommen. Und ich brauche auch keinen, der sich jetzt plötzlich als Superpapi aufspielt. Aber bist du nicht hin und wieder... Ich meine, dass du keinen Vater hast, fehlt dir da nicht manchmal was? Ja, manchmal schon. Meistens, wenn ich mich einsam fühle und hilflos. Aber das sind dann immer nur kurze Momente. So einer wie jetzt? Kannst du dich eigentlich noch an ihn erinnern? Also an deinen richtigen Dad?
Warst du noch ganz klein, als er weg ist? Nur wenig eigentlich. Aber an sein Lachen und an seine Stimme. Er hat eine so warme Stimme. Ich glaube, er war ein toller Vater. Tief in mir drin spüre ich das. Und Jürgen kann sich meinetwegen auf den Kopf stellen. Als Vater werde ich ihn niemals akzeptieren. Wenn er so ein toller Vater war, warum ging es denn zwischen ihm und deiner Mutter in die Brüche? Angeblich soll er sie wegen einer anderen Frau sitzen lassen haben, sagt Mama. Du glaubst ihr nicht? Jedenfalls hat sie es nicht zugelassen, dass ich Kontakt zu ihm habe. Jedes Mal, wenn ich nach ihm gefragt habe, warum sie nicht mehr mit ihm zusammen ist oder so, hat sie immer gesagt, dass ich noch zu jung sei, um das zu verstehen. Aber jetzt bist du nicht mehr zu jung. Das ist doch nicht fair, oder? Seinen eigenen Vater darf man nicht sehen. Und dafür bekommt man irgendeinen Ersatz-Daddy vor die Nase. Versuch das deiner Mutter doch einfach mal so zu erklären. Sinnlos, da ist jetzt erstmal Funkstille. Ich finde das so gemein, das ist so gemein, dass sie mir verbietet, dich zu sehen. Ich kann schreien. Komm, es wird wieder. Geburtsurkunde. Ich hab sie endlich gefunden. Ich habe das Familienstammbuch auch schon ausgesucht. Ja, wunderbar. Dann können wir ja heute schon heiraten. Ne? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir noch einen Flug nach Las Vegas. Ja, gut. War nur ein Test. Wollte mal sehen, ob du mich überhaupt noch willst. Ach, spinn auf. Du, wir können uns mit der Heirat Zeit lassen, wenn du willst. Ich meine, bei dir geht im Moment so viel drunter und drüber. Du musst nicht denken, du musst die Sache jetzt durchziehen, um jeden Preis. Ja, ich will aber die Hochzeit nicht verschieben. Okay. Ach, es tut mir leid, was gestern Nacht passiert ist. Ach, ist schon gut. Hm, ist nicht gut. Okay, ich war ärgerlich wegen Lee. Aber das hätte ich ja an dir nicht auslassen dürfen. Ich finde, du und deine Tochter, ihr könntet euch langsam mal wieder zusammenraufen. Ich meine, fällt es dir so schwer, dich in eine 17-Jährige hineinzuversetzen? Nein. Aber bei Lee weiß ich einfach nicht, wie ich mich verhalten soll. Da kannst du pädagogisch genauso gut geschult sein. Bei deiner eigenen Tochter ist es irgendwas anderes. Vielleicht erinnerst du dich einfach daran, wie du selber warst, ja? Nie einen kleinen Joint geraucht, hm? Mann. Erwischt. Ich war so schlecht von dem Ding. Oh, jetzt komm ja nicht mit dieser Bill Clinton-Ausrede. Ich hab das Ding zwar gekifft, aber nicht inhaliert. Ja, du hast recht. Ich war in den letzten Tagen nicht besonders einfühlsam. Ich glaube, ich war noch nie so hilflos. Weißt du was? Du und Lee, ihr vertragt euch jetzt erstmal und dann. Dann sehen wir weiter, hm? Trink mal einen Kaffee. Na ja, und jetzt sagt Mascha eben, dass sie nur noch auf diesen Neidhart setzt. Von Schulmedizin will sie jetzt nichts mehr wissen. Und was denkst du darüber? Ich will nur, dass sie lebt. Der Rest ist mir egal. Wenn Mascha ihm vertraut, dann sollten wir das vielleicht auch tun. Es gibt mehr als genug Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können. Und wer weiß, wenn wir alle fest daran glauben und hoffen. Wenn das was hilft, dann zünde ich bis zu meinem Lebensende jeden Tag in der Kirche eine Kerze an. Das sage ich dir. Man hat doch schon öfter davon gehört, dass der Krebs einfach verschwindet. Ohne Bestrahlung und ohne Eingriff. Ist doch schon öfters vorgekommen. Und wer weiß, warum nicht auch bei Mascha? Und dass Spontanheilung was mit der Seele zu tun hat, das ist ja wohl unbestritten, oder nicht? Ja, aber Zoe zum Beispiel meint das. Zoe meint, ist doch wohl jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass Mascha wieder Hoffnung schöpft. Dass sie Licht sieht am Ende des Tunnels. Wenigstens hat dieser Neidhart erreicht, dass sie sich jetzt nicht mehr total aufgibt und abhauen will. Siehst du? Ja, vielleicht ist es wirklich so am besten, okay. Im Moment ja. Wir dürfen jetzt nur von einem Schritt zum nächsten denken. Aber uns läuft die Zeit weg. Ich weiß es ja. Trotzdem. Mascha braucht jetzt wieder ihre Kraft und ihre Energie. Und wenn sie die hat, dann ist sie auch wieder bereit zu kämpfen.
Und wenn sie bereit ist zu kämpfen, dann ist sie vielleicht auch bereit zu einer Operation. Hm? Ja. Wie? Was ist? Lass uns miteinander reden. Auf einmal? In den letzten Tagen, da lief einiges schief zwischen uns. Was du nicht sagst. Das möchte ich gerne klären. Wozu? Du hast doch jetzt deinen Jürgen. Was interessiert dich da noch, was ich denke und fühle? Das interessiert mich aber. Lass uns reden. Nein, ich hab's jetzt oft genug versucht. Jetzt will ich nicht mehr. Lee. Nein. Du interessierst dich doch sowieso nur noch für deine Hochzeit. Die 5 Minuten, die du für mich eingeplant hast, kannst du dir sparen. Also das reicht jetzt, Lee. Das musst du mir von dir nicht bieten lassen. Musst du auch nicht. Ich bin schon weg. Glaubst du nicht, Ratten in meiner Küche? Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung, ist auch egal. Wenn ich daran denke, was ihr für ein Problem habt, das ist doch meins dagegen ein Kinkerlitzchen. Lohnt sich doch gar nicht drüber zu quatschen. Wenn ich daran denke, dass Tinker... Ich würde durchdrehen. Das mit Dr. Knight hat es funktioniert. Also ich hoffe. Nein, ich weiß es. Mascha wird nicht sterben, da bin ich mir ganz sicher. Sie wird einfach nicht sterben. Was die Mascha schafft, das Mascha ist so stark. Sie darf nicht sterben, Olli. Wenn ich sie verliere. Sorry. Ich dich auch. In der Schule können wir ja gar nicht richtig zusammen sein. Und das soll jetzt 4 Wochen so gehen. 4 Wochen! Mist, wo ist sie denn? Was suchst du denn? Ach, die Fernsehzeitschrift. Die Glotze ist in nächster Zeit die einzige Abwechslung, die ich habe. Und wie läuft sonst so bei dir zu Hause? Unverändert. Krach auf der ganzen Ebene. Seitdem Jürgen hier aufgetaucht ist, gibt's nur Ärger. Nun komm, jetzt reg dich schon wieder deswegen auf. Hast du keine Idee, wie ich den loswerde? Kauf dir einen großen alten Rakete und schieß ihn zum Mond. Haha, dafür reicht mein Taschengeld nicht. Hast du keine bessere Idee? Vergiss es, Lee. Gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen. Was habe ich nicht alles versucht, um Dad mal loszuwerden? Nun, Chance. In dem Alter mutieren sie zu Megaklettern. Die kriegst du nicht mehr auseinander. Ja, wenn sie schon so an ihm hängt, dass sie ihn unbedingt heiraten muss, dann sollte sie mich auch zu dir lassen. Das wäre mehr als fair. Da müssen wir durch. Ich bin doch jetzt schon total auf Entzug. Mach die Augen zu und denk an mich. Ich mach's genauso. Dann wird's nur noch schlimmer. Tobi, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Vergiss mich nicht bis morgen früh. Nee. Okay, ciao. Ciao. Bastian, wir müssen reden über Mascha. Davon wird sie auch nicht gesund. Davon aber auch nicht. Schon mal was von Beschäftigungstherapie gehört? Das ist immer noch besser, als ständig drüber nachdenken zu müssen, was aus Mascha wird. Ich habe einen scheiß Angst um sie. Wir machen uns alle Sorgen um sie. Aber keiner von euch liebt sie so sehr wie ich. Deswegen können im Moment auch nur Sie ihr helfen. Da. Wandte er sich von der Schulmedizin ab und folgte seiner Therapie. Dabei könnte die Mutter des Kindes noch leben, wenn der aus der Ärztekammer ausgeschlossene Arzt Neidhardt sie nicht beeinflusst hätte.
schwanger. Aber das kann doch auch eine Ausnahme gewesen sein. Ich meine, der Neidhardt hatte doch auch Erfolge. Das behauptet er. Bewiesen hat er das nie. Aber das hieß ja dann... Das hieß ja dann, dass Mascha... Der Mann ist gefährlich. Lebensgefährlich. Das müssen Sie Mascha klar machen. Genau. Wenn Mascha sich weiter diesem Neidhardt ausliefert, ist sie verloren. Sie müssen sie davon überzeugen, dass sie sich richtig behandeln lässt. Nur eine Operation kann ihr Leben retten. Ich rede mit ihr. Wann? So bald wie möglich. Herr Spranger, jeder Tag zählt. Wenn du das nicht klar machst, stirbt sie. Scheint so, als ob sie wirklich großes Glück gehabt haben. Ja. Und ob? In meiner Küche Ratten. Ach, wirklich? Ich habe keine Ahnung, wie die Viecher reingekommen sind. Ausgerechnet jetzt, wo irgend so ein Typ mir die Hode vom Gesundheitsamt auf dem Hals hetzt. Wahrscheinlich genau dieselbe Person, die auch mir zurzeit das Leben schwer macht. Bei Ihnen sind es die Kakerlaken und bei mir die Ratten. Da steckt doch ein System dahinter. Ich frage mich nur, was der will, der uns das antut. Keine Ahnung. Eins sage ich Ihnen, Herr Fechner. Wenn ich weiß, wer es war, dann kann er nur noch Suppe löffeln. Herr Ebert? Ja? Brandwartstein. Ebert, das ist Herr Fechner, er hat auch ein Geschäft im Marienhof. Haben Sie noch Fragen? Nein, aber eine schlechte Nachricht für Sie. Mein Gott, nicht noch eine. Das Dämmmaterial, das die Ausbreitung des Feuers verhindert hat, enthält Asbest. Asbest. Machen Sie mich nicht schwach, bitte. Die Ergebnisse der Untersuchung, die sind eindeutig. Sie müssen das Bistro schließen und von Grund auf sanieren. Tut mir leid. Wiedersehen, Herr Ebert. Wozu sanieren? Wenn sie das rumspricht, kommt doch sowieso kein Schwein mehr. Wird schon wieder. Mascha, wir müssen mal reden. Ist was passiert? Mascha, was ist denn? Spürst du mich? Spürst du die Energie, die von mir ausgeht? Das habe ich alles Dr. Neidhardt zu verdanken. Mascha, ich weiß nicht. Das wirklich so. Danke. Wofür? Ohne dich wird es Dr. Neidhardt für mich nicht geben. Du hast mich zu ihm gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob du mir dafür danken solltest. Aber ich, Bastian, mit ihm kann ich es schaffen. Das fühle ich. Glaubst du mir das? Bastian. Glaubst du mir? Ja, ich glaube dir. Bastian fehlt der Mut zur Wahrheit. Lässt er damit zu, dass Mascha in den sicheren Tod geht, oder gibt es doch noch Hoffnung für sie? Im nächsten Marienhof. Diese Sendung wurde gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Smash-Hit aus dem Marienhof. Judith mit We Gonna Stay Together. Jetzt überall.